Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin wieder mal auf ein Thema gestoßen, was ich gerne loswerden möchte. Eine Kollegin hatte mich darauf hingewiesen. Sie war zu einer Weiterbildung mit dem Thema seltene Erkrankungen. Sie war als Einzige darauf gestoßen, mein Gott, diese Zahl kennst du doch. Die Definition seltener Erkrankung laut Bundesministerium für Gesundheit sind 5 Erkrankte auf 10.000 Menschen. Mathematik, wenn ich sage 50 Erkrankte auf 100.000 Menschen. Diese Zahl sollte langsam jeder von uns kennen. Das heißt also, wenn ich auf 100.000 Menschen 50 Erkrankte habe, ist dort die Grenze zu der seltenen Erkrankung alles, was darunter liegt. Nach den strafferen Bestimmungen unserer Bundesregierung soll ja die Grenze bei 35 von 100.000 liegen. Das heißt, das ist mittendrin in der Sektion seltene Erkrankungen. Das muss man sich mal im Kopf zergehen lassen. Eine Infektwelle ab der Grenze, wo sie die seltene Erkrankung überschreitet, wird zur Pandemie, wird zum Notstand, zur Ausnahmesituation, wo jegliche Demokratie außer Kraft gesetzt wird, Bestimmungen festgelegt werden, die offensichtlich keinerlei Sinn haben. Ich habe einiges wieder angeschaut, um korrekt zu sein. Nochmal kurz dazu, wir testen in dem PCR-Test einen kleinen Schnipsel vom Erbmaterial eines Coronavirus. Es ist nicht SARS-CoV-2 spezifisch. Es sind andere Coronaviren, die diesen gleichen Erbschnipsel haben. Die Viren setzen ihr Erbmaterial in unsere Zellen ein, um sich zu vermehren, weil sie das selbst nicht können. Das heißt also, auch Schnipsel, die noch übrig sind, werden positiv angezeigt. Was das Robert-Koch-Institut definitiv ignoriert, ist die Fehlerquote, die offiziell bei 1,4% liegt. Das wird nicht abgezogen. Und es wird nicht gefragt, meistenteils zumindest, ob diese Menschen überhaupt einen Infekt haben. Es werden Kinder in Schulen massiv zweimal zum Teil getestet, obwohl sie kerngesund sind. Ja. Was auch klar ist, es gibt nach wie vor kein Virusisolat. Es gibt da die Kochschen Postulate, kann jeder nachschauen, wo man den Virus isolieren muss. Man muss nachweisen, dass dieser Virus wirklich diese Erkrankung verursacht und nur diesen Virus haben. Das gibt es offensichtlich noch nicht, zumindest Ende letzter Woche nicht, durch die amerikanische Gesellschaft, die das klar geäußert hat. Diese Kochschen Postulate werden ignoriert. Und ich frage mich langsam, wenn Robert Koch wüsste, was hier passiert, er würde sich im Grabe umdrehen. Insgesamt muss man sagen, es wird durch den PCR-Test kein SARS-CoV-2-Virus nachgewiesen. Definitiv. Aber Robert-Koch-Institut macht immer noch ein positiver Test, wo nicht die Fehlerquote nicht ausgeschlossen wird, was alles noch mitgetestet wird, wird einfach hergenommen und als Covid-19 der Erkrankung eingestuft. Das sind unsere Riesenzahlen. Und wenn Sie jetzt im Dashboard des Robert-Koch-Instituts nachschauen, diese 7.000 bisschen was Neuinfektionen als Höchstwert erscheint leider dann hinten überhaupt nicht in diesem Diagramm, in diesem Säulendiagramm. Selber nachschauen, selber gucken, was dort passiert. Das Ganze muss man immer wieder gesagt in Verhältnis zu der Anzahl der getesteten Personen stellen. Wir haben derzeit gesteigerte Covid-Fälle, okay. Wir haben 851 Patienten auf ITS liegen, wozu aber weniger als die Hälfte beatmet ist. Und wir haben derzeit 9.441 freie ITS-Betten. Das muss man sich erstmal auf der Zunge zergehen lassen. Das sind Zahlen von der DIVI, von der Gesellschaft für Anästhesie und Intensivmedizin zur Bettenbelegung. Aktuell muss man auch definitiv sagen, ich sitze hier im Freien unter einem Dach, weil es nicht anders geht. Es regnet. Wir haben seit Oktober Wetter, wo jeder Infekt sich freut. Jetzt kann ich die Menschen wieder überfallen. Genauso ist das. Es sind Rhinoviren dabei. Es ist sicher auch Influenza eventuell schon dabei.
Es sind aber auch die anderen Coronaviren, die wir seit Jahrzehnten kennen, die es wahrscheinlich seit Jahrmillionen gibt, nur wir wussten es noch nicht. Und noch dazu muss man klar sagen, seit Oktober, seit der 40. Kalenderwoche, hat offiziell die Grippewelle 2020/21 begonnen. Diese Anzahl der Erkrankungen, die Anzahl der Toten und so weiter und so fort, geht jetzt sozusagen von der Grippewelle 1920 fließend in die Grippewelle 2021 über. Soviel ich weiß, hat es das noch nie gegeben. Wir müssten theoretisch ab Oktober neu anfangen zu zählen, aber ja, Marco Rima würde sagen, ich weiß es nicht. Ich fordere hiermit auch wieder auf. Die Pandemiesituation muss beendet werden, die Notstandsgesetze ausgesetzt. Es muss wieder eine parlamentarische Entscheidung erfolgen. Ich habe jetzt mitbekommen, dass so die ersten Bundestagsabgeordneten mitbekommen, dass sie ja in diesen Entscheidungen überhaupt nicht mehr involviert sind. Ja, bitte werdet munter. Ihr seid schon lange nicht mehr involviert. Das Notstandsgesetz und die Rechte für den Herrn Spahn sollen bis 2022 weitergehen. Die wissen alle schon, dass diese Pandemie weitergeht. Ja, welche Pandemie? Wir haben keine Pandemiesituationen mehr. Ja. Laut Robert-Koch-Institut gab es jetzt 12 Tote. Wenn statistisch gesehen 2500 Menschen in Deutschland sterben, regulär, ist das 0,48%. Leute, bitte. Viel mehr sterben an Herzinfarkten, an Unfällen, an Tumorerkrankungen. Tumorerkrankungen, die in den letzten Monaten seit März sehr sträflich behandelt wurden, nicht oder nur teilweise behandelt. Na, natürlich sterben die. Ja? Wir müssen endlich dafür was tun, dass diese Menschen eine Chance haben. Die PCR-positiven Menschen heute, die sind im Durchschnitt 40. Die sterben, sind aber über 80. Wir testen junge, gesunde Menschen, bloß um die Testzahlen zu bringen und viele positive zu haben. Die sind nicht krank. Die Anzahl der Kranken reduziert sich auf sehr, sehr wenige. Und die Anzahl der Schwerkranken auf ganz, ganz wenige. Leider ist im Robert-Koch-Institut genau diese Statistik nicht eruierbar. Aber man sieht es an der Belegung der ITS-Betten. Wenn ich jetzt wüsste, wie viele Patienten mit einem Herzinfarkt oder Schlaganfall auf der ITS liegen, ich wette, es sind mehr als Corona-Patienten. Was auch auffällt, ist auf jeden Fall, dass seit wir Corona oder SARS-CoV-2, Covid-19 kennen, es keine Influenza mehr gibt. Wieso wird nicht auf Influenza getestet? Die Frage ist, wie viele Menschen sind an Influenza und Covid-19 gestorben? Es ist auch jetzt die Frage, gibt es Influenza noch? Ich weiß es nicht. Ich muss es so sagen, es gibt keine Statistik dazu. Und das kann einfach nicht sein. Wir müssen endlich eine wissenschaftliche Grundlage finden, um diese Daten auszuwerten. Es muss wissenschaftlich gearbeitet werden. Es kann nicht sein, dass Kinder getestet werden, kerngesund, weil 25 Zimmer weiter irgendein Kind eventuell mal positiv getestet wurde, was auch nicht krank ist, ein gesamter Kindergarten zweimal mindestens getestet werden muss. Wir haben ein Gesundheitsamt in der Region, die das so machen. Leute, was tun wir unseren Kindern an? Ja, diese Maskenpflicht. Es ist einfach irre. Die Kinder leiden furchtbar. Kinderärzte haben Angst vor Repressalien, Maskenbefreiungen auszustellen bei Kindern, die offensichtlich Probleme haben, schon von vornherein gesundheitliche Probleme, in Dauertherapie sind und trotzdem keine Maskenbefreiung bekommen, obwohl das möglich ist. In Sachsen ist es möglich. Und ich kann nur auffordern, Ärzte, bitte stellt wenigstens für diese Kinder Maskenbefreiungen aus. Ich fordere hiermit noch einmal, beenden der Pandemiesituation, beenden der Notstandssituation und die ganze Untersucherei beenden. Das wieder auf normale Füße stellen, gezielt untersuchen, aber genauso Influenza mit beachten. Es ist Unsinn, dass Influenza plötzlich nicht mehr existent sein sollte. Alles dreht sich nur noch um Corona, Corona, Corona. Leute, wir werden das SARS-CoV-2-Virus nicht ausrotten von unserer Seite. Wenn das SARS-CoV-2-Virus nicht in der Lage ist, sich im Menschen zu vermehren, beziehungsweise die Menschen dort, wo sie sich vermehren, zu töten und in den anderen keine Chance hat, wird das Coronavirus, wenn es sich nicht ändert, aussterben, genau wie Schweinegrippe, Vogelgrippe. Wenn das Coronavirus aber so schlau sein wird, seinen Wirt, also uns, nicht zu töten, wird es uns weiter bekleiden. Und ich finde es infam,
Es ist gottähnlich, setzen zu sagen, wir wollen das Virus ausrotten. Wir werden das nicht schaffen. Die Viren werden noch auf dieser Welt sein, wenn die Menschheit untergegangen ist. Dessen muss man sich bewusst sein. Ich weiß nicht, wer auf diese Idee kommt, zu meinen, sie können das Virus ausrotten. Das ist Unsinn. Und wenn uns das erzählt wird, das ist absoluter Quatsch. Noch einmal, beenden der Pandemiesituation, der Notstandsgesetze, einsetzen der Demokratie und vernünftige Testung, nicht nur Corona, und das aber bitte nur punktuell, speziell für die, die krank sind. Dieser Wahnsinn mit dieser Umfelddiagnostik, ein Kind positiv getestet, es werden 500 Menschen getestet drumherum, ist doch irre, ist einfach nur irre, würde bei Influenza kein Mensch machen. Und die Todesrate Influenza ist im Durchschnitt vergleichbar mit Corona, teilweise deutlich mehr und teilweise deutlich weniger. 2017-18 in einer Grippewelle gab es 25.100 Influenza-Tote, eine Grippewelle. Wir zählen jetzt schon die zweite zusammen. Also wehrt euch dagegen, dass wir wieder eine Demokratie und eine vernünftige Beurteilung und Handhabung dieser Situation erreichen. Ich wünsche euch allen viel Kraft. Danke.